Besucherrekord auf dem Gospelkirchentag. Unter den 70.000 Gästen auch Prominente wie Nina Hagen. Sie stellte ihr Gospelalbum Personal Jesus vor. Na, weil man mit der Gospel, also weil wir ja das Wort Gottes verkündigen, weil das ist ja so eine einmalige, fantastische Botschaft, die muss verkündigt werden. Höhepunkt des Wochenendes war das Gala-Konzert mit Naturally Seven und dem Oslo Gospel Choir. Das Evangelium wurde dabei zum Ohrwurm für das Publikum. Total begeisternd, schön, hat Spaß gemacht. Ich empfinde, dass Karlsruhe bebt. Der Gospelkirchentag wird getragen vom Wetter, von der Sonne, vom Strahlen des Wetters und von unserem Strahlen, vom Strahlen der ganzen Gospelchöre, der jungen und älteren Leute, die das tragen, was Gott uns eingegeben hat. Erstmals hatte der Gospelkirchentag auch einen inhaltlichen Schwerpunkt. Gospel für eine gerechtere Welt. Wenn wir etwas tun können, einfach um Zeichen zu setzen für die Aufgabe von Kirche und Gesellschaft in der Welt, dann ist das hier am Gospelkirchentag fantastisch und richtig aufgehoben. Für den Bau von Brunnen in Burkina Faso wurden rund 48.000 Euro Spenden gesammelt.